Die Mario Mewes von der Berliner Sparkasse, von der Stiftung, kann man schon sagen, ne? Hat natürlich ein Geburtstagsgeschenk mitgebracht für das Haus Fritz und das möchte sie jetzt überreichen. Ja, richtig. Herzlichen Glückwunsch, Haus Fritz. Zum Geburtstag 1000 Euro. Großartig. Ein Applaus. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. 1000 Euro fürs Haus Fritz, das ist toll. So, ich habe natürlich, ich bekomme nicht nur Geld, sondern ich verschenke auch Geld. Wir haben natürlich gesammelt und nun bitte ich mal den Kai Eichler nach vorne. Wo ist der Kai? Kai Eichler, wo ist er? Kai Eichler, bitte nach vorne. Er kommt, er kommt. Und dann bitte ich nochmal die Vertreter vom Weißen Ring nach vorne. Die Vertreter vom Weißen Ring nach vorne. Gut. Mein lieber Kai, du hast ja am 24. Mai den Sozialpreis von Berlin bekommen durch die kleine Philharmonie von dem Kurator Marcel Groll, der jetzt irgendwo hier in der Nähe ist. Wir haben natürlich vom Haus Fritz aufgesammelt und haben 200 Euro neu aufgesammelt. Die möchten wir dir gerne überreichen. Das war ja viel Geld, war ja insgesamt 3.700 Euro, 200 vom Haus Fritz. Und er ist ja tatsächlich von Immenstadt hierher gekommen extra. Nicht wegen den 200 Euro, aber er ist gerne in Berlin. Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt haben wir den Geld weitergesammelt und wir haben gedacht, nehmen wir den Weißen Ring auch noch dazu. Wo ist der Weiße Ring? Wo sind die da ist er schon. Der Weiße Ring kümmert sich ja um Opfer von Gewalt, ob das Einsatzkräfte betrifft oder es betrifft eigentlich alle möglichen Menschen. Und wir haben gedacht, wir sammeln weiter und wir haben tatsächlich 500 Euro zusammenbekommen. Das ist großartig, dass wir nochmal 500 Euro an den Weißen Ring übergeben können. Möchten wir sagen. Ja, mein Name ist Detlef Fritz, bin der Außenstellenleiter vom Weißen Ring für Neukölln. Wir haben im letzten Jahr alleine 300 Opfer betreut, die Opfer von Diebstahl, Raub, Körperverletzung bis hin zu Mord geworden sind. Und dafür nehmen wir diese Gelder, damit wir diese entsprechenden Opfer unterstützen können. Und dafür möchten wir uns nochmal recht herzlich bedanken. Herzlichen Dank. Nehmen Sie den Scheck mit, das Geld kriegen Sie extra. Moment, Kai möchte noch was sprechen. Ja, auch von mir ganz recht herzlichen Dank für die Spende. Wie gesagt, ich wünsche jetzt auch das Haus 35 Jahre, herzlichen Glückwunsch und für die Zukunft alles Gute. Danke, danke. Dankeschön, das ist doch großartig. So, jetzt kommen wir mal so schnell in die Runde, ob wir noch jemanden begrüßen können. Wir haben die Schriftstellerin Ingrid Folke. Hier irgendwo sitzt sie, die berühmte Schriftstellerin aus Neukölln, aber sie ist nicht auffindbar. Sie ist aber da, habe ich gesehen. Dann begrüßen wir den Ralf Korbes aus Köpenick noch. Steht mal auf, Ralf, dass man dich sieht. So, wunderbar. Der Ortsvorsitzende, ja? Der Ortsvorsitzende von Köpenick, ganz großartig. Dann haben wir, ich gucke mal schnell in die Runde, wir haben den Hochmeister der Othello-Loge hier aus Deutschland, Klaus Hilschers. Das ist der Hochmeister von Deutschland, von der Othello-Loge. Und dann sitzt der Altmeister auch noch da von der Othello-Loge von Concordia. Wir haben den Obermeister hier sitzen, wir sind gut aufgestellt heute, um hier viele Menschen begrüßen zu können. So. Jetzt machen wir erstmal weiter Musik, bevor wir weiter begrüßen, oder? Ja, also Thomas, bevor du jetzt erstmal wegläufst, bin ich jetzt erstmal dran. Ja? Wir kennen uns schon viele Jahre, wir haben super zusammengearbeitet bis zum heutigen Tage. Ich denke, das wird die nächsten 35 Jahre genauso gehen. Du hast hier viele Geschenke verteilt, du hast viele Geschenke erhalten. Wenn du etwas immer von mir haben möchtest oder wolltest, waren es ein paar Socken.
So, für die Socken ist es jetzt aber im Sommer zu warm. Die bekommst du dann wieder zu Weihnachten. Aber ich habe dir trotzdem was anderes gemacht und somit hast du dann eine Erinnerung von unserem Haus. Mit Beleuchtung, mein Gott, guck mal, das ist falsch gemacht. Licht an! Falsch gemacht. Wo ist denn das denn hier? Nein! Ah, das sieht man ja. Das ist im Dunkeln, machen ja. So, schön. So, jetzt geht es gut.